Direkt neben der ehemaligen Wilhelmsburger Kapelle liegt die Welt der Religionen auf der Internationalen Gartenschau in Hamburg. Die Gärten der 5 Religionen, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Judentum und Christentum, haben einen Brunnen als Zentrum. Im christlichen Garten gibt es einen Lebenspfad mit 6 Stationen. Wir sind hier auf der ersten Station, die Taufe und Geburt. Zur Eröffnung wird hier dieser Wasserbogen sein und es werden aus Wasserfontänen Wasser in die verschiedenen Schalen gesprüht werden, sodass wir dieses Symbol für die Taufe hier schon ganz gut wahrnehmen können. Ja, Frau Bausus, diese Station heißt hier Konfirmation und Firmung und ich sehe, hier sind Wälle aufgebaut. Was hat es denn mit diesen auf sich? Was soll man denn hier machen? Ja, diese Station steht unter dem Wort: Mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und das symbolisiert das hier so ein bisschen. Das Leben für Jugendliche, wenn sie konfirmiert oder gefirmt werden, hat eine ganze Menge Hürden zu überwinden, was wir hier so ein bisschen symbolisieren wollten. Ja, hier ein toller neuer Tisch. Hier kann man ein richtiges Gelage feiern. Wozu ist denn der da? Wird hier dann auch mal dran gegessen? Na, so richtig eigentlich nicht. Es ist schon der Tisch des Abendmahls. Wir werden hier nicht Brot und Wein reichen, sondern es werden hier Schalen mit Äpfeln stehen. Da dürfen sich die Besucher dann auch gerne bedienen. Aber der Tisch symbolisiert halt das Mahl. Wir haben drumherum die Weinreben für den Wein, den es halt auch gibt, Wein und Brot. Und wir haben, was eben zum Essen und zum Mahl dazu gehört, das Gebet, das Vaterunser, was wir auf der Glaswand stehen haben, in 80 verschiedenen Sprachen aufgeschrieben. Und für Hamburg auch ganz wichtig, einmal im Platt. Finde ich ganz schön. Wir sind jetzt hier bei der Station Ehe und Partnerschaft und hier in diesem Brunnen sind so 3 Worte hineingeschrieben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was hat es denn mit diesem Brunnen hier auf sich? Ja, das ist der Brunnen, der symbolisiert diesen Spruch: Für jetzt bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Doch das Größte unter ihnen ist die Liebe. Eine gute und vernünftige Partnerschaft, die beruht eigentlich immer hauptsächlich auf Liebe und alles andere kommt aus der Liebe heraus, der Glaube und die Hoffnung. Der letzte Gang auf dem Lebenspfad symbolisiert dann den allerletzten Gang,